It's a sad day today here in Fortia. This was the last holy mass here in Fortia in Altenporta, in the monastery of the Clarissas. Es ist ein bisschen ein trauriger Tag hier, weil das ist die letzte Messe gewesen von den Klarissinnen hier in dem Kloster der Klarissinnen in Fortia. Die Kirche wird geschlossen und wird umgewandelt in eine NGO für hilfsbedürftige Menschen. C'est une journée très, très triste ici à Fortia. C'était la dernière messe parce que cette église va être changée dans une fondation qui aide des gens. Et ahora es un poco un día triste aquí en Fortia porque el monasterio de los Clarisas va a estar cerrado. Ahora estuve la última misa aquí en Fortia, la última misa católica. Y voy a mostrar un poco aquí cómo está el lugar. Es como esto, es un jardín. Con olivos. They have a garden here with olive trees. I would like to show you a little bit the place. And this is the church here. Wir haben also hier einen kleinen Olivenhain vor der Kirche. Und das war ein Kloster von den Klarissinnen. Und heute, wie gesagt, der letzte Tag. Und danach geht es ihnen komplett über in den Besitz einer NGO, der sich um Menschen kümmert. Glaube ich, die aus Barcelona kommen hierher und Gartenarbeiten machen. Donc, c'est l'ultime journée du monastère. Et cela était l'église là-bas. On peut entrer, je crois, c'est la dernière. Vous venez live, en direct. Les portes vont être fermées, c'était la dernière messe. Ahora las puertas están cerradas. Un día triste. As you see, it's a very sad day for the Catholics here in Altenporta. They're closing. You are seeing now that they're closing. They're officially closing the doors. Jetzt wird offiziell die Tür geschlossen. Officiellement, ils ferment la porte de la messe de l'église. This is the end of the history of that monastery here. Thank you for watching the video. Again, you take part in a little bit of history here in Altenporta. Danke, dass ihr das Video geschaut habt. Ihr nehmt also nochmals teil, wie Geschichte geschrieben wird hier in Altenporta. Das Kloster ist jetzt offiziell geschlossen und geht über in eine NGO, die Menschen hilft. Keine Messen mehr hier, die Kapelle wird zurückgebaut und umgewandelt für andere Dinge. La Kapelle va être utilisée par d'autres choses. La Kapelle nova está utilizada más para las misas. Ustedes han visto los últimos momentos. And I leave you with this beautiful picture. Ich lasse euch mit diesem wunderschönen Bild vom Heiligen Franziskus. Je vous laisse avec cette belle image du Saint Francisco. Et me voy con este bonito imagen del Saint Francisco. I leave you with this beautiful picture of Saint Francis. Have a good day wherever you are. Habt einen guten Tag. Eine joyeuse journée. Und felis dir. Au revoir.